Also, ich möchte an den Anfang ein Zitat aus Goethes Farbenlehre stellen, weil dieser Satz, den ich zitieren werde, in gewissem Sinne mein Anliegen mitbezeichnet. Ich drücke das mal vorsichtig aus. Und dieser Satz lautet: Ein freies physisches Phänomen, das nach allen Seiten wirkt, ist nicht in Linien zu fassen, noch im Durchschnitt anzudeuten. Lass den Satz mal so stehen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, ich wiederhole das gern nochmal. Ein freies physisches Phänomen, das nach allen Seiten wirkt, ist nicht in Linien zu fassen, noch im Durchschnitt anzudeuten. Stopp. In Goethes Farbenlehre, ich kann jetzt die Seite nicht auswendig, aber ich kann es Ihnen gerne zuschicken, wenn Sie wollen. Ja? Relativ am Anfang. Okay, in der sogenannten Kunstliteratur, und ich werde mich ja heute in meinem Vortrag sozusagen vorwiegend auf Kunst beziehen, allerdings die Wissenschaft im Blick, in den Blick nehmen, findet sich sehr häufig der Gegensatz von Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Vernunft, spezifischer vielleicht von der Sichtbarkeit und der Lesbarkeit eines Gemäldes, angesprochen und diskutiert. Sofern nun Sinnlichkeit auch mit Erfahrung und Wahrnehmung zu tun hat und Verstand und Vernunft mit Begriffen und Ideen, ist klar, dass es da viele Varianten und Möglichkeiten der Kombination quasi gibt, wie zum Beispiel Wahrnehmung und Begriff, Erfahrung und Idee etc. etc. Interessant ist aber nun, dass in Kunstdiskurs diese Gegenüberstellungen ein gewisses Konfliktpotenzial beinhalten. Ein Konfliktpotenzial speziell in Bezug auf die Produktion und Rezeption der Kunst. Beispielsweise, zunächst ein Beispiel aus der jüngeren Kunstgeschichte. Soloit unterscheidet in seinen Paragraphen zur Conceptual Art zwischen Conception und Perception und äußert sich dazu folgend. Bei konzeptueller Kunst ist die Idee oder das Konzept, die Konzeption, der wichtigste Aspekt der Arbeit. Kunst, die primär auf die Erregung des Auges zielt, wäre eher perzeptuell zu nennen. Also hier stellt er im Grunde genommen sowas wie Idee und sinnliche Erregung einander gegenüber und bewertet sie im gewissen Sinne für seine natürlich persönliche, drücken wir uns das vorsichtig aus, seine persönliche Arbeit und Angelegenheit, für seine künstlerische Poiesis. Das hat bei genauem Hinsehen eine unglaublich lange Tradition. Ich möchte noch darum zwei weitere Beispiele nennen. Alberti, der große Kunsttheoretiker der Renaissance, beispielsweise schreibt zu einem Bild des Appelles, das verloren ging, aber in der Kunstliteratur sich beschrieben findet: Die Erfindung allein schon gefällt und überzeugt. Das heißt, obwohl er dieses Bild nie zu Gesicht bekommen hat, beeindruckt ihn diese Erfindung. Womit auch eine gewisse Vorrangstellung der Konzeption, denn Erfindung, Inventio, hat mit Konzipieren etwas zu tun, ausgedrückt ist. Oder ein anderes Beispiel, Michelangelo unterscheidet in seinen Schriften genau zwischen Concetto und Immagine. Wobei Concetto Konzept bedeutet oder Idee und Immagine die Vorstellung, die sich an die Sinnlichkeit knüpft, sozusagen an die Wiedergabe, an die sklavische Wiedergabe des Wahrgenommenen. Und es ist ganz klar, dass Michelangelo dem Concetto hier den Vorrang einräumt.
Meines Erachtens ist aber dieser standardisierte Gegensatz von Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Vernunft und wie die dann alle heißen, Idee und sinnliche Erregung, zu kurz gegriffen. Ich möchte Ihnen darum heute eine etwas andere Variante, eine andere Art von Gegenüberstellung vorstellen und Sie zudem in die Auseinandersetzung von Newtons Optik und Goethes Farbenlehre stellen. Sozusagen aus dem Blick der Kunst diese beiden etwas in Augenschein nehmen. Und dazu werde ich auch historisch etwas ausholen müssen. Der Gegensatz, von dem ich jetzt hier spreche, nenne ich den Gegensatz zwischen Konzept und Intent, konzeptueller und intentioneller Gestaltung. Intentionell ist ein völlig ungebräuchlicher Ausdruck, man kennt nur den Ausdruck intentional. Warum ich aber intentionell sage, hat jetzt verschiedene Gründe. Zwei möchte ich ganz kurz und schnell erwähnen. Einerseits passt mir intentionell vom Wort her besser zu konzeptuell. Das ist aber Geschmackssache, könnte man sagen. Ja? Auf der anderen Seite gibt es in der neueren Kunst Diskussion im Kunstdiskurs auch den Ausdruck intentionale Kunst. Das ist aber erst eine relativ neue Entwicklung. Ich habe diesen Ausdruck schon vor 20 Jahren verwendet, damals auch tatsächlich intentional gebraucht. Jetzt verwende ich intentionell. Und man hat mit dem Ausdruck intentionaler Kunst versucht, sozusagen etwas zu charakterisieren. Wolfgang Brassert wäre jetzt ein Beispiel. Und zwar hat er versucht, die vormoderne Kunst damit zu charakterisieren, die sich unter anderem daraus auszeichnet, dass sie auch ethische Funktionen und moralische Instruktionen zu erfüllen hatte. Das ist etwas, was sozusagen für die Moderne ganz sicher nicht mehr gilt. Gott sei Dank, würde ich auch sagen. Ist aber eine lange Diskussion und darauf auch nicht näher einzugehen. Also dies nur mal zum Hintergrund. Es gibt noch viele andere Gründe. Der Ausdruck Intent, der ebenso neu ist, sozusagen eine Neuschöpfung aus meinem Buch zur Idee des Bildes und auch natürlich abgeleitet ist aus dem lateinischen Ausdruck Intentio, aus oder hingerichtet sein in seiner ursprünglichen Bedeutung. Dieser Ausdruck hat im Kontext von Konzept sozusagen damals schon die Aufgabe erfüllt, die außerordentliche Komplexität, die hinsichtlich der Kunstproduktion und in Hinsicht auf ein Gemälde vorliegt, im gewissen Sinne etwas transparenter zu gestalten, aber vor allem nicht auf diese vereinfachte, standardisierte Form von Verstand und Sinnlichkeit oder Sinnlichkeit und Verstand einzugrenzen. Warum? Denn es gibt auch so etwas wie eine Gefahr in dieser Gegenüberstellung, die ich ganz kurz jetzt mit dem Ausdruck einer wertenden Dialektik bezeichnen möchte. Man bewertet einfach die Sinnlichkeit in der Regel für niedriger und die Ideen sozusagen für höher. Um nicht in diese Falle zu tappen und trotzdem diese beiden Aspekte sozusagen mit hineinnehmen zu können, ist eben diese Gegenüberstellung von Konzept und Intent entwickelt worden von mir. Und ich würde auch sagen, in Hinblick auf die Kunst zumindest, gehören diese beiden Vermögen unzertrennlich zusammen. Zumal sie ja auch, in welchen Varianten wie immer auch präsentiert, sozusagen nichts anderes als eine Auffächerung unseres Erkennens darstellen oder unseres Erkenntnisvermögens darstellen. Erkennen, welches ja wiederum sozusagen gerade im Kunstkontext aus einem Ganzen von Handeln hervorbringen und betrachten beurteilt werden muss. Erkennen ist unter bestimmten Voraussetzungen auch Handeln und Hervorbringen, gerade wenn es auch sich um ein wissenschaftliches Experiment handelt. Der Gegensatz, der sich aber dann sozusagen begrifflich aufbaut, ist eben nicht mehr zwischen Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Vernunft, Erregung und Vernunft oder wie immer diese im Einzelnen heißen, sondern einer innerhalb des Denkens und
denkenden Handelns selbst, wobei aber der Anschauung oder dem Anschauungsvermögen und der Beobachtungsgabe eine nicht abzulösende Rolle zufällt. Das ideelle Erfassen als auch das davon ungetrennte Anschauen der Dinge nimmt dann allerdings zwei unterschiedliche Formen an. Je nachdem, ob man sich sozusagen vom Verstand oder vom Begriff zur Wahrnehmung bewegt oder umgekehrt von der Wahrnehmung zum Begriff, zum Verstand, zur Vernunft, zur Idee. Das möchte ich Ihnen heute kurz versuchen darzustellen. Mit Blick auf die Geschichte. Beim Konzipieren, das ist nun mein erster Teil, steht die Idee oder das Konzept entschieden am Anfang. Auch wenn Untersuchungen und Vorüberlegungen vorangehen mögen. Oder wie das die älteste und umfassendste Kunstlehre, die sogenannte Rhetorik, genau formuliert. Die sogenannte Vorbesinnung oder Intellectio. Auf die dann sozusagen erst die eigentlichen Produktionsphasen mit der Konzeption oder der Inventio und Dispositio oder wie das alles heißt, folgen. Im Hinblick auf die Kunsthervorbringung ist das Konzept aber stets auch Anschauung, da eine Bildidee ohne Anschauung überhaupt nicht in unserem Bewusstsein manifest werden kann. Es ist ausgeschlossen. Wenn es sich um eine Bildidee handelt, ist Anschauung immer daran beteiligt. Deshalb haben auch ältere Kunsttheoretiker von einer sogenannten inneren Zeichnung gesprochen, einem Disegno interno. Im künstlerischen Konzept verkörpert die Idee oder verkörpert das Konzept den ideellen geistigen Entwurf. Der fasst man eben sozusagen nach den traditionellen Kriterien oder Beschreibungen auf, tatsächlich alle notwendigen Bestandteile eines Bildes umgreift und umreißt in einer Skizze. Die Skizze wird gelegentlich auch Disegno esterno genannt, wie zum Beispiel von Zuccari, um diesen Unterschied ein bisschen herauszustreichen, von innerem und äußerem, innerer und äußerer Zeichnung, aber darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, die Idee oder Skizze steht entschieden am Anfang. Sie ist auch nicht irgendein Gekritzel, sondern umreißt klar und deutlich, worauf es im Bild ankommt. Die Genialität des Künstlers, die ja so oft besprochen wird, hängt mit diesen Faktoren zusammen. In einer solchen Skizze, die nach Vasaris Definition eben Disegno heißt, ich zitiere, das ist die Sichtbarmachung eines inneren Concetto oder einer Bella Idea mittels der Zeichnung, werden aber bestimmte Details vernachlässigt, welche sozusagen für die ideelle Präfiguration keine so große Rolle spielen. Das muss ja klar und deutlich sozusagen zu einem Punkt gebracht werden. Die anderen Teile fallen dann sozusagen der Ausführung heim. Deswegen unterscheidet man in der bildenden Kunst und nicht nur in dieser genau zwischen Entwurf und Ausführung. Oder zwischen Disegno e Colore, das heißt zwischen Zeichnung und Farbe, auf dessen Gegenüberstellung ich noch zu sprechen kommen werde. Oder, um noch ein Beispiel zu erwähnen, wie in der Rhetorik zwischen Res und Verbum. Das heißt zwischen Denken und Sprechen. Denn das Erfinden und das Gliedern einer Rede, die Inventio und Dispositio, hat mit dem Entwerfen und mit dem Denken einer Sache zu tun. Das Darstellen und Vortragen hat dann umgekehrterweise mit dem vernehmbaren Sprechen etwas zu tun. Deswegen diese Gegenüberstellung von Res und Verbum.
Diese Gegenüberstellung entspricht im Grunde genommen auch der von Entwurf und Ausführung. Bildlicher Ausführung, da müsste man anstelle des Ausdrucks Verbum Pictum setzen sozusagen. Aber das ist nur eine formale Angelegenheit, die sich inhaltlich dann ausrichtet. Um gleich jetzt sozusagen einen Unterschied deutlich zu machen. Beim intentionellen Vorgehen kommt diese Gegenüberstellung von Entwurf und Ausführung jedoch nicht zum Tragen. Wie sie in der älteren Rhetorik sozusagen primär zur Sprache gebracht wird und tatsächlich zu einem ausgereiften System. Schon Aristoteles formuliert das ziemlich präzise. Warum kommt das nicht zum Tragen? Da möchte ich sozusagen gleich ganz einfach einen Titel einer Abhandlung von Heinrich von Kleist zitieren. Über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Womit eben ausgedrückt ist, dass aus dem Reden das Denken, aus der Sprache der Gedanke, aus dem Verbum das Res entspringt und nicht umgekehrt sozusagen, wie die ältere Rhetorik behauptet. Aus dem Tun und Umgehen mit den Dingen der Sprache, mit den Worten und Sätzen, beginnt die Idee sich zu konkretisieren und zu etwas geistig Erfassbarem zu werden. Das ist philosophisch jetzt betrachtet ein außerordentlich sprachphilosophisch interessanter Aspekt und nimmt im Grunde genommen den späten Wittgenstein vorweg. Denn der frühe Wittgenstein, der sich sozusagen noch eine klassische Abbildtheorie der Sprache hielt und sich in seiner zweiten Phase aufs Äußerste kritisiert, geht im Grunde genommen auf diesen Aspekt ein. Welche Gründe? Da bin ich zu wenig bewandert, da müsste man sozusagen Historiker im Näheren befragen. Aber Goethe spielt in diesem Zusammenhang auch eine Rolle. Das nur als Randbemerkung. Nicht Entwurf und Ausführung kommen dann sozusagen zum Tragen, sondern, wie ich lieber sagen möchte, ein Tun kommt zum Tragen. Und zwar ein Tun, das sich in Eintragen und Auffassen sozusagen auseinanderspaltet. Oder man könnte das auch etwas anders formulieren. Ein Durchstarten und Realisieren. Also man startet durch und realisiert. Ich möchte hier gleich einen Satz auch noch von Picasso hinzufügen, der diesen Aspekt übrigens anklingen lässt in vielen, vielen seiner Schriften oder seiner Aphorismen. Der Satz von Picasso lautet, Ideen, sprich Konzepte, sind nur Ausgangspunkte. Er tut es sozusagen ein bisschen ab. Um zu wissen, was man zeichnen will, muss man zeichnen anfangen. Das ist ein außerordentlich moderner Satz und ist wirklich auch, man könnte sagen, charakterisierend für den modernen Umgang mit Kunst. Also den Inhalt, das, was man als Thema früher bezeichnet hat und was sozusagen in die Konzeption hineinfiel, das ist etwas, was erst entsteht, wenn man sich sozusagen tätig bewegt und sich in Bewegung bringt mit den Elementen der bildenden Kunst. Ebenso, wie sozusagen vorher der Kleist deutlich gemacht hat, dass es die Elemente der Sprache sind, die man in Bewegung setzt und aus dem heraus sich sozusagen die Idee bildet. Gerne sage ich auch, taucht hier eine Differenz zwischen Prozess und Realität auf, die aber nicht eigentlich eine Differenz ist, sondern die eine verhakte sozusagen Differenz ist, eine untrennbare Differenz. Wobei aber Realität nicht als etwas Fertiges zu verstehen ist, sondern etwas, das sich ständig in Bildung sich befindet. Prozess und Realität. Oder wie Paul Cézanne, um jetzt noch einen Künstler zu zitieren, auch ziemlich klar ausdrückt und mit dem Ausdruck Realisé zu verstehen gibt. Realisé, das heißt zu viel jetzt ins Deutsche übersetzt, wie vergegenwärtigen im malerischen Prozess. Das ist ein entscheidender Punkt. Wie also das Entwerfen und Konzipieren ein eigenes Kapitel darstellt, so auch das Ausführen. Die Ausführung eines Bildes führt in einen eigenen Aufgabenbereich, zumindest in der älteren Kunst.
Sie ist, so könnte man hier einfügen, durchaus dem Experimentieren vergleichbar, sodass die Ausführung quasi ein künstlerisches Experiment zur aufgestellten Theorie oder zum entwickelten Konzept darstellt. Denn das Konzept muss sich in der Ausführung erst beweisen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, auch für die ältere Kunst. Wozu eben nach klassischem Verständnis Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit, technisches Vermögen etc. etc. gehört. Und ich erlaube mir hier jetzt, Goethe einzuflechten. Wenn Goethe beispielsweise kritisch davon spricht, dass man zugunsten von Hypothesen oder Theorien Experimente äußerst geschickt zusammenstellen kann und damit einen Beweis führt, der über viele Fakten hinwegtäuschen kann, nicht muss, so deutet er insgeheim auf eine rhetorisch geführte Argumentation oder auf ein konzeptuell geleitetes Experiment. Damit bin ich sozusagen bei Newton angekommen. Denn Goethe bemerkt das quasi mit Seitenhieb auf Newton. Wenn man jetzt Newton unter diesem Aspekt des Konzeptuellen anschaut, dann muss man wirklich sagen, wenn man sich näher mit Newton beschäftigt hat, so stellt Newton tatsächlich eine unglaubliche Leistung, konzeptuelle Leistung vor. Er ist imstande, ganz klar und deutlich sein Konzept zu zeichnen. Und außerdem ist es noch außerordentlich innovativ für seine Zeit. Das kommt noch dazu. Aber er ist wirklich imstande, dieses Konzept ganz klar und deutlich zu zeichnen. Ich möchte das auch versuchen, Ihnen ganz kurz vor die Augen zu zeichnen. Ganz wenigen Worten. Erstens, das Licht. Bin ich nur beim ersten Drittel, ja? Wenn wir unter diesem Aspekt Newton anschauen. Erstens, sein Konzept, ja? Das Licht ist im Unterschied zur Finsternis eine physikalisch wirksame Größe. Finsternis dagegen eine physikalisch unwirksame Größe. Im Unterschied übrigens auch zu allen älteren Modifikationstheorien ausgesprochen, zu denen in gewissem Sinne, mit Einschränkung natürlich, auch Goethe gezählt werden kann oder gezählt wurde. Deshalb auch betrachtet er die dunkle Kammer oder die Finsternis als eine quasi ideale Bedingung, weil eben keine störenden Einflüsse sozusagen auf die Experimente einzuwirken imstande sind. Vergleichbar wie der luftleere Raum im Hinblick auf die Beobachtung eines freien Falls. Sie wissen ja, unter Luftbedingungen nimmt sich der freie Fall auch etwas anders aus. Ein störender Einfluss sozusagen. Nur das als Randbemerkung. Zweitens, um auf den eigentlichen konzeptuellen Teil hinzukommen, das Licht ist ein Kompositum und besteht aus einzelnen Elementarlichtern. Ja, ist auch ein ganz klar und deutliches Konzept. Es fächert sich unter entsprechenden Bedingungen in seine homogenen Bestandteile auf, die als Grundbestandteile des Lichtes auch nicht mehr weiter zerlegbar sind. Und diese Teile zeigen unverkennbare Eigenschaften, sind alle divers refrangibel bzw. unterschiedlich ablenkbar und ergeben darum im Gesamten ein einseitig in die Länge gezogenes Bild. Wir haben das heute schon mehrmals sozusagen demonstriert bekommen, auch von Tim Lampert. Drittens, das ist sozusagen der Schluss dieser Konzeption, die homogenen farbigen Teillichter können aber wieder zu einem einheitlichen Ganzen, zum weißen Licht zusammengebündelt, zurückkomponiert werden. Newtons Experimente sind insgesamt daraufhin ausgelegt, dieses klare und deutliche Konzept des Lichtes experimentell zu erhärten oder, wie er auch sagt, zu beweisen. Heute haben wir darüber schon viel gehört. Newtons Experimente können als Ausführung seiner klar und deutlich konzipierten Hypothese und Erklärungstheorie betrachtet werden.
Etwas Vergleichbares findet man bei Goethe tatsächlich nicht. Also diese unglaublich scharfe Zeichnung, die er sozusagen Newton uns präsentiert, die vermissen wir bei Goethe. Vor allem, wenn es sozusagen um seine Erklärungstheorie geht, seiner Bildverrückungsthese, die tatsächlich also äußerst problematisch ist. Ich habe mich auch eine Zeit lang damit beschäftigt. Es ist nicht herauszukriegen, wo die eigentlichen Punkte, also Linien verlaufen, um es jetzt sozusagen bildkünstlerisch auszudrücken. Dafür aber lassen sich Aspekte herauslesen, die sozusagen auch einen ganz wesentlichen Aspekt in diesem Zusammenhang darzustellen imstande sind. Damit wäre ich erst an meiner zweiten Stelle angelangt. Ich versuche es sozusagen zu raffen. Vielleicht haben Sie die Geduld, Sie können gerne Einspruch erheben. Ich wende mich nun dem Intent, dem viel schwierigeren Teil dieser Gegenüberstellung zu, zumal es ja auch in der Literatur Vergleichbares gar nicht gibt. Und ich erlaube mir dazu, auf eine alte Debatte innerhalb der Kunst, nämlich zwischen Disegno und Colore einzugehen, also Zeichnung und Farbe. Die Vorrangstellung der Zeichnung war historisch betrachtet bis ins späte 17. Jahrhundert, könnte man sagen, bis auf Ausnahmen natürlich, die es immer wieder gibt und gibt es genug Ausnahmen sozusagen, aber im Großen und Ganzen von den meisten akzeptiert, zumal die Zeichnung auch mehr das Geistige und Intellektuelle zu verkörpern schien. Man könnte auch sagen, die Vorrangstellung der sogenannten Bildkonzeptuierung. Die Unterscheidung zwischen Disegno und Colore geht bei näherer Verfolgung aber bereits auf das alte Griechenland zurück und taucht dort sozusagen unter der Gegenüberstellung von Schema und Chroma auf. Ich muss das kurz erläutern, damit man wirklich auf diesen eigentlichen Punkt kommt. Die Schema der bezeichneten Figurentypen, die mit Hilfe der Linea sozusagen entworfen, entsprechend positioniert, angemessen konfiguriert und ausdruckspassend umrissen wurden. Ja, spielt hier die Zeichnung immer eine ganz wesentliche Rolle. Und zwar auch hingeordnet im gewissen Sinne auf die drei Aufgabenbereiche der damaligen Kunstlehre, die man mit Logos, Ethos und Pathos charakterisierte. Logos ist jener Aufgabenbereich, der im engsten Zusammenhang sozusagen mit der themenspezifischen und der formalen Bildkonzeption steht. Ethos bezeichnet dagegen sowas wie sittliche Angemessenheit und Pathos meint die Verlebendigung des Ausdrucks in Bewegung, Stellung und Haltung der Figur. Die Chromata, die Farben nun, zunächst verstand man darunter von Pigmenten bis zur Farbgebung alles, kommt aber in erster Linie die Rolle des Pathos zu, also sozusagen des Erlebens zu, des Ausdrückens von Erlebens. Auch wenn sie im gewissen Sinne auch auf Logos und Ethos sozusagen hinorientiert waren. Warum? Weil sozusagen die Farbe ja auch eine Wiedererkennungsfunktion leistet und damit eine Erkenntnisleistung mit ins Spiel kommt. Ja, man erkennt ja Dinge auch an ihren Farben, nicht nur an den Formen, sondern auch an den Farben. Ethisch natürlich auch, weil das sozusagen angemessen und entsprechend der damaligen Gesellschaft dargestellt werden musste. Also es ist sozusagen ein gewisser Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Aber eine wirklich autonome Bildfunktion wurde ihnen nicht zugestanden. Das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Kurz, um es eben nicht zu lang werden zu lassen, im Schema und Chroma finden wir die italienische Einteilung von Disegno in Colore wieder, wobei eben die Figuren die entscheidende Bildidee findende Rolle einnahmen. Das ändert sich eben nicht bis sozusagen ins späte 17. Jahrhundert und hier stellt Roger de Pilar einen historischen Wendepunkt dar. Nicht er allein leistet das, aber mit ihm beginnt sozusagen eine Art Umkehrung wirksam zu werden. Denn Roger de Pilar unterscheidet in seinen Schriften klar und deutlich zwischen la couleur und les coloris, also zwischen der Farbe und der Farbgebung, wie es meistens traditionell übersetzt wird. Farbe und Kolorit ist schon besser. Ich bevorzuge den Ausdruck Farbe und Farbgestalt. Und unter
der Farbe, la couleur, versteht er in erster Linie oder versteht er jene Elemente, welche uns die Gegenstände sichtbar und optisch erkennbar machen. Aber das Kolorit, le coloris, ist sozusagen mehr als es die einzelnen Farben sind und ist auch mehr als eine bloße Anhäufung der Farben auf dem Bild. Das Kolorit bildet, um es möglichst einfach zu sagen, den inneren farbigen Zusammenhang eines Gemäldes. Oder auch das, was an einer Idee von der Farbe in einem Gemälde zu einem einzigen und bewegenden Eindruck zusammengebracht und zu einem bildtragenden Faktor wird. Kurz, es bezeichnet das chromatische Intent des Bildes. Da taucht jetzt der Ausdruck Intent auf. Welches eben nicht mehr bloß die Perzeptionen und die einzelnen sinnfälligen Teile und Momente sind, sondern mehr ist. Auch nicht bloß die Erregungen, die damit sozusagen verknüpft sind. Das Kolorit bezeichnet ein Gefüge, das als Gefüge mehrere Funktionen erfüllen kann, damals auch erfüllen musste. Drei möchte ich ganz kurz erwähnen, weil sie doch Aufschluss geben über diesen Zusammenhang. Erstens einmal, eine abbildende und wiedergebende Funktion von gesehenen Verhältnissen. Deshalb kann man auch von einer mimetischen Funktion sprechen. Zweitens, es kann darüber auch hinaus so etwas wie eine kennzeichnende oder anzeigende Funktion hinsichtlich seelischer Erlebnisse zum Ausdruck bringen. Und wenn Farben sozusagen als Ausdrücke auch verstanden werden, taucht so etwas wie eine Ausdrucksfunktion der Farbe auf, die übrigens Aristoteles schon genau in seinen Schriften unterscheidet. Er unterscheidet zwischen Abbild und Zeichen, Semeia, Homoioma, glaube ich, und Semeia. Wobei er ganz eindeutig sagt, also das, was sozusagen an seelischem Ausdruck in einem Schema oder auch in der Farbe sozusagen verwirklicht ist oder zu verdeutlicht ist, lässt sich nicht mehr so einfach sehen, sondern es muss als Zeichen im gewissen Sinne verstanden und interpretiert werden. Deswegen kann man auch von einer semiologischen Funktion sprechen. Drittens, das Kolorit hat aber darüber hinaus noch eine zusätzliche Aufgabe oder Funktion, nämlich so, dass wir eine innere Stimmigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und diese innere Stimmigkeit kann man auch als eine selbstreferenzielle Funktion der Farbe bezeichnen, welche auf die Fähigkeit der Farbe selbst Bezug nimmt, auf die Fähigkeit, sich autonom und unabhängig von den gesehenen Vorbildern der Natur in Ordnungen und Systeme zu bringen. Das ist eine ungewöhnliche Eigenschaft. Die wurde erst sozusagen allmählich entdeckt. So gesehen übernimmt die Farbe dann keine abbildende Funktion mehr, sondern sie hat so etwas wie eine selbstbestimmende Funktion, aus der im gewissen Sinne auch Neubildungen hervorgehen können, die in der Natur gar nicht vorhanden sind oder bislang nicht vorhanden waren. Sagen wir es mal so. Man kann sie auch als eine freie logische Funktion bezeichnen, weil sie sich eben auf ideelle Zusammenhänge der Farbe bezieht, auf Ordnungen und Systeme. Ich bin jetzt bald am Ende. Sie wollten noch auf Goethe zurückkommen. Ja, das ist gerade jetzt. Damit schließe ich das auch ab. Die Vermannigfaltigung eines jeden einzelnen Versuchs, die Goethe als sozusagen einer der obersten Pflichten des Naturforschers sieht, lässt diesen Aspekt des Schaffens, des Hervorbringens, ja selbst des Neubildens im gewissen Sinne anklingen. Wissenschaftlicher formuliert und ausgedrückt, einer experimentell konsequent sich ausbildenden Struktur von Farben, was uns Matthias Rang ja im Grunde genommen auch vorgeführt hat. Meine Entdeckung der unordentlichen Spektren beruht auf der Anwendung und konsequenten Durchführung dieses Prinzips, das Goethe mit dem Schlagwort Vermannigfaltigung der Versuche sozusagen versieht. Und zeigt im Grunde genommen, und das sind hier jetzt nur schematisch dargestellt, diese eigenen selbstständigen Systeme und Ordnungen auf. Links hat man ein Bild, wo man sozusagen ein
Element, das ist hier unten ganz links, noch einmal in einzelnen Versuchen zur Darstellung bringt. Man hat links sozusagen die Ausgangsbilder und rechts hat man das durchs Prisma gesehene Bild. Sodass wirklich verblüffenderweise aus Grün und Rot und Weiß sich ein Blau sozusagen erzeugt, aber immer unter der Bedingung, unter der Voraussetzung eines speziellen Hintergrundes oder eines Umfeldes, nämlich dem gelben Umfeld in diesem Fall. Dies nur zu zeigen, also die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit dieser Farbwelt. Goethes Farbenlehre erscheint mir darum auch in vieler Hinsicht mehr eine Ordnungstheorie als eine Erklärungstheorie der Farbe zu sein, sodass es meines Erachtens auch keinen Konflikt zwischen der newtonschen Seite und der goethischen Seite geben muss. Warum dieser Konflikt entstanden ist, ist jetzt eine eigene Geschichte, auf die ich nicht mehr eingehen möchte. Ich hätte noch einige Dinge zu sagen gehabt, schließe hier aber gerne ab, weil es eine gewisse Rundung schon hat. Danke vielmals.